Wenn das hier einfach so für die Öffentlichkeit rumliegt, dann nehme ich mir das doch. Das hättest du wohl gerne. Was hätte ich denn gerne? Gott, Kleriker, Kleriker. Auf Ärger kann ich verzichten. Wenn du bei mir bist, um zu trainieren, dann vergiss die Idee ganz schnell wieder. Und wenn ich dich hier mit gezogener Waffe herumlaufen sehe, mache ich kurzen Prozess mit dir, verstanden? Das Recht hier zu trainieren, musst du dir erst verdienen, Rekrut. Ich bin kein Rekrut. Ich bin kein Rekrut. Für mich seid ihr alle Rekruten. Egal welchen Rang du hast, egal ob du an Kalan glaubst oder nicht. Jeder, der nicht von mir ausgebildet wurde, ist und bleibt ein Rekrut. Verstanden? Du bist also der Kampfausbilder. Richtig. Das Training, das ich verlange, beschränkt sich nicht auf rein körperliche Kraft. Auch die Kraft des Geistes und der Wille für Kalan zu sterben stehen bei mir im Vordergrund. Nur die reinsten, stärksten und klügsten dürfen sich meinem Training unterziehen. Seit dieser verdammte Meteor herunterkam und das Elex mitbrachte, gibt es auf dieser Welt Krieg. Wir sind diejenigen, die ihn beenden werden. Vergiss das niemals. Wie kann ich mir hier etwas dazu verdienen? Wir werden schon seit einiger Zeit von Mutanten angegriffen. Sie scheinen irgendwo aus dem Norden oder Nordosten zu kommen. Ich habe bereits einen Trupp Männer dorthin geschickt, aber sie sind nicht zurückgekommen. Wenn du für mich dorthin gehst und herausfindest, wo die Mutanten herkommen, werde ich dich angemessen bezahlen. Du sagtest, du bist ein Regent. Ganz richtig. Nur ein Regent darf eine Rüstung wie meine tragen. Wir Regenten sind aber nicht nur Krieger Kalans mit besonderen Fähigkeiten. Wir sind auch Forscher, immer auf der Suche nach neuen Einsatzmöglichkeiten für Elex. Aha. Wie steht es um euren Kampf gegen die Alps? Schlecht. Wir haben viele gute Männer draußen verloren. Nur Judikator Ulbrichts genialer Kriegsstrategie ist es zu verdanken, dass der Hort noch nicht von unseren Feinden überrannt worden ist. Wie kann ich hier trainieren? Zuerst einmal musst du mindestens den Rang eines Akolyten bei uns bekleiden. Und selbst dann wartest du, bis ich dich auffordere, mit einem von uns zu trainieren. Wer hier einfach anfängt herumzuschießen, der lebt nicht lange. Waffen sind kein Spielzeug, Rekrut. Zeig mir deine Ware. Okay. Laserblaster SRT-2. Aha. Plasmagewehr brauchen wir Intelligenz für. Knochenmarkbrühe. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ich glaube auch, dass ich den jetzt einfach mal stehen lasse. Ich habe hier total verlaufen. Keine Ahnung, wo ich hier bin, wo ich hin muss und vor allem, wo ich hin möchte. Möchte ich hier hin? Selbst eine Zigarettenstange hier mitnehmen wäre geklaut. Wie gemein.
Du hast hier nichts zu suchen. Geh ich halt wieder. Wenn du nicht gleich... Ja, verschwinde nur! Ach, halt doch die Backen! Halt das Backenhörnchen! Was macht denn der hier für einen Abfriss? Ah, ist ein guter Löffel. Lassen wir ihn mal. So, schauen wir doch nochmal nach der Queste. Wenn ich einen Verdacht habe, soll ich wieder zu ihm kommen. Also Siegfried hat sich schon sehr verdächtig benommen. Was ist das hier? Andererseits, Hagen spielt mit Elex rum, um neue Sachen zu erforschen, weil er das als Aufgabe des Legaten sieht. Und der Geist. Was weißt du über den Elex-Handel hier im Hort? Du solltest dich nicht damit beschäftigen, mein Sohn. Reinhold und Dietrich nehmen sich dieser Sache an. Ich weiß nur, dass jeder, der damit zu tun hat, jetzt sehr vorsichtig sein sollte. Kalan wird die Unreinen bestrafen. Sei dir dessen immer bewusst. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Bei dir kann ich es mir am allerwenigsten vorstellen. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber Siegfried kann es nicht gewesen sein. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber... Nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Du hast also eine Vermutung, wer es war. Oswald kann ich mir nicht vorstellen. Ich vermute, es war Hagen. Das sind schwere Anschuldigungen, die du da gegen einen unserer besten Männer erhebst. Ich hoffe, du bist dir der Konsequenzen bewusst. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wenn er wirklich der Verdächtige ist, dann wird er seine gerechte Strafe erhalten. Wenn dies geschehen ist, wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten. Wie steht's um die Alps?
Die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht. Es wird erst zu meiner Aufgabe, wenn sie den Hort selbst bedrohen. Beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen. Na gut, dann lass mal stecken. Also ich glaube, es war Hagen, einfach weil es nicht Siegfried sein kann. So, Punkt. Der war die ganze Zeit und Hagen war mittags plötzlich weg. Und Oswald kann ich mir nicht vorstellen. So. Ich habe noch 10 Attributpunkte. Warum sagt mir das denn keiner? So. Es fehlt mir trotzdem noch einer. Es fehlt mir auf jeden Fall noch ein Punkt Geschicklichkeit. Ja, bitte. Wo war denn das? War bei Persönlichkeit Attributpunkte. Dafür bräuchte ich 10 Punkte Gerissenheit. Wenn ich die da reinhaue, dann bin ich genauso schlau wie vorher. Radestärke, Granaten. Überleben könnte man einiges reinballern. Ja, in die diversen Resistenzen, Konstitution. So, was brauchen wir bei Ausdauer? Auch Konstitution. Und könnte ich was lernen? Persönlichkeit war der ganze Gerissen als Sheet. Dann vermute ich doch glatt wird das Handwerk, wenn ich einen Handwerkslehrer hier irgendwo finde. So, zusetzende Kräfte. Anna hat mir erzählt, Roboter im Feldeinsatz, Nahrung für die Kleriker, Überlebenspakete. Verlangt von mir, dass ich es. Warum kann ich nicht mehr? So. Das ist ganz schön weit weg hier. Was ist das? Reisender Händler, okay. Eva Persönlichkeitslehrer, Kampflehrer, Mistmeister, Siegfried Hagen. Ferdinand. Ein bisschen rechts, aber nicht zu rechts und dann wieder doch wieder ein bisschen zurück und links und also dahin. Das sind die Roboter, die ich jetzt nicht angreifen will.
Hops, hops. Auf jeden Fall will ich jetzt raus hier. Hast du was Neues zu erzählen, Mädel? Nein, du kannst mir was beibringen. Okay, dann lass mal gut sein. So, das war das Überlebenspaket. Und die kriege ich, wenn ich mit den Jungs da draußen. Das probieren wir doch mal, da gehe ich jetzt auf jeden Fall mal hin. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Ich habe gehört, dass du jemanden des Elex-Handels bei Reinhold beschuldigt hast. Ja. Ja. Aber wie es aussieht, war mein Angebot wohl nicht attraktiv genug für dich. Nein. Oder? Es ist wirklich schade, dass du nicht auf mich gehört hast und Siegfried bei Reinhold angezeigt hast. Naja, ich lasse dich diesmal noch davonkommen. Das ist mir sowas von Schnuppe. So, weil mich interessiert jetzt erstmal viel mehr, wie ich hier zurechtkomme. Schaut so aus wie eine große Kiste mit dem Schild drauf, öffne mich. So, die Roboter sind alle kacke. Und du schaust auch sehr hässlich aus. Um nicht zu sagen unangenehm. Es ist das Rote da. Verschüttetes Heilkraut. Und das da? Ein nicht verschütteltes Heilkraut. Ja. Na, kurzer. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wer bist du? Was machst du hier? Zeig mir deine Ware oder so einen Kram, aber nix da. Wir beide haben keine Geschäftsbeziehung, wir sind keine Freunde und werden auch nie welche sein. Also such dir einen Punkt am Horizont und abmarsch. Aha. Also Shorty, du bist nicht kleiner als ich. Lass mich raten, warum man dich Shorty nennt. Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Warum nicht? Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Hm. Na gut. Der scheint ja sehr überzeugt davon zu sein, dass er mir das beim nächsten Mal mit Sicherheit wieder erzählt. Grutze, Fünferl. Ich will die aber haben. Das war gemein. Das war sowas von gemein. Ich kann mich doch nicht einfach töten hier. Ich hab doch schon getrunken gehabt. Na komm.
Buddy Paul, komm her. Och, nö. Sind sie zu zweit? Und jetzt zu dritt. Na, wunderbar. Ich wollte euch nicht alle drei haben. Kaya, Mädel, Mausi, Schatzi, Putzi. Bist du blöd? Was war das denn jetzt hier? Dass der mich jetzt hier mit... Du Scheißviech. Drüben ist noch einer. Komm, dann nehmen wir den. Der schaut alleine aus. Bleib hinter mir. Jetzt kommen die anderen hier auch angekackert. Seid ihr blöd? Geht weg. Ich lauf dann mal. Kaya wird schon klarkommen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe die Viecher mit meiner Waffe nur leicht gestreichelt. Das machst du nicht ungestraft. Ja. Die Jungs scheinen ihren Spaß zu haben. So, wo ist das Viech hingefallen? Ja, ja, genau. Macht ihr mal das Biestblatt. Ich hol mir danach die Reste. Wache, Wache, reisender Händler. Naja, reist du mal ruhig weiter.
muss aufpassen, dass ich weniger häufig in der Mana, der Mana lande, genau, in der Lava lande. Hallo, Ender, mach doch mal. Ja, überlass das. Igittigit. So, ich möchte eigentlich zu den Jungs dort oben da drüben. Wie ist das hier? Also, es schaut schon gut aus, aber... Was ist das denn? Gibt es hier kein Fernrohr oder sowas, dass ich da mal rüberlunsen kann, was das da drüben ist, was da in der Ecke hockt? Ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Naja, hör auf zu warten, komm mal lieber. Du wirst doch wohl einen Weg hierher finden. Können wir mit so einem Blutbiest klar? Also mit der Wühlmaus da drüben, glaube ich, kann ich mich gerade noch so anlegen, aber... Aua, aua, aua. Ah, das macht er. Meep, meep. Komm, mit der Ratte lege ich mich auch noch an. Das kriege ich hin. Auch wenn ich es toll finde, wenn... Uah. Blöd. Ich bin allein, das ist unfair. Ja.
Aua! Dummtier. Lass doch den Scheiß. So, geht doch. Und mit dem Finisher hingerichtet. Super.